Hallo und herzlich willkommen. Unser Thema heute sind die Redewendungen mit Tieren. Aber sagen wir zuerst, was die Redewendungen überhaupt sind. Redewendung ist eine feste Verbindung mehreren Wörtern, die eine übertragende Bedeutung hat. Redewendungen nennen wir noch als Redensarten oder Idiome und die alle sind eine quasi Symbole oder Sinnbilder, die wir auch als Metapher betrachten können. Das heißt, der Sinn einer Redewendung ist bildhaft. Das bedeutet nicht immer eindeutig. Fangen wir an. Aus einer Mücke einen Elefanten machen. Wer stark übertreibt oder etwas Unbedeutendes betont, sagen wir, er macht aus einer Mücke einen Elefanten. Warum Elefanten? Elefanten als ein starkes, großes Tier ist genau das Gegenteil von einer kleinen, so sozusagen unwichtigen Mücke. Zum Beispiel, es ist nicht so schlimm, wie es scheint. Mach bitte aus einer Mücke keinen Elefanten. Das heißt, übertreib nicht, es ist nicht so dramatisch. Jemandem einen Floh ins Ohr setzen. Yikes! Das bedeutet, jemandem einen Gedanken, einen Wunsch oder eine Idee eingeben, der diesen dann nicht mehr in Ruhe lässt. Weil diese kleine Floh hüpft unruhig im Ohr auf und ab und macht denjenigen verrückt. Zum Beispiel, Nicholas hat mir seine Arbeitsstrategie geteilt. Ich kann jetzt an nicht anders denken. Es scheint, als er mir einen Floh ins Ohr setzte. Dritte Redewendung, Katzenwäsche machen. Wir wissen schon, dass die meisten Katzen mögen das Wasser nicht so gern. Statt baden, sie lieber leck ihr Fell ständig und sauber machen. Deswegen, wenn jemand eine Katzenwäsche macht, bedeutet das, dass er eine beschränkte Körperpflege macht, zum Beispiel nur Zähne putzt oder unter die Arme sich wäscht, aber nicht den ganzen Körper duschen oder baden. Zum Beispiel, ich bin zu spät aufgestanden, diesmal keine Zeit zu duschen, muss ich leider nur Katzenwäsche machen. Vierte Redewendung, Schmetterlinge im Bauch haben. Das bedeutet verliebt sein. Wir alle kennen dieses Gefühl, dieses unangenehme Gefühl, wenn man ein bisschen aufgeregt ist. Seit ich sie kennengelernt habe, habe ich ständig Schmetterlinge im Bauch. Die fünfte Redewendung, sei kein Frosch. Das einfach bedeutet, trau dich, sei nicht ängstlich. Die Frösche sind mit ihrem langen Hinterbeinen immer bereit, um einen Sprung zu machen, um eine Gefahr zu vermeiden. Deswegen diese Redewendung sagen wir zu jemandem, der immer ängstlich ist und möchte unangenehme Situationen vermeiden. Zum Beispiel, du wirst auf der neuen Arbeit alles schaffen, sei kein Frosch. Das bedeutet, trau dich, du wirst alles schaffen, alles wird gut sein. Wenn du jetzt deine Kenntnisse für 5 neue Redewendungen mit Tieren erweitert hast, bitte Abo und Like-Buttons anklicken, schönen Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal!